Willkommen zurück zu Deponia. Wir haben ja jetzt das Rezept, was uns sagt, wir brauchen belebendes, energiereiches und klares Wasser, die heiße Bohne, das schwarze Pulver und besonders aufputschen. Ich habe mir mal überlegt, das heißt, die heiße Bohne wird wahrscheinlich diese Chili-Bohne sein vor Tonis Haus, die wir nicht anfassen können. Das heißt, irgendwie müssen wir noch was finden, damit wir die Bohne anfassen können. Das schwarze Pulver, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben noch einen Blindgänger. Vielleicht das Schießpulver. Ich finde es zwar irgendwie ekelhaft, aber naja, das ist aufputschend. Ja, wird wahrscheinlich Aufputschmittel beim Doc sein, bei Gizmo in der Praxis. Was das belebende und energiereiche Wasser ist, das weiß ich noch nicht. Was klarer Wasser wird wahrscheinlich, wenn wir bei Wenzel irgendwie klares Wasser finden durch die Route, oder wir brauchen die Route, um das klare Wasser zu finden. Wir werden sehen. Gut, dann gehen wir mal los. Wir waren noch nicht, nein, wir waren noch nicht beim Doc in der Praxis, weil die zu war. Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Na, wenn man das nicht Service nennt. Gerade sage ich's noch, jetzt wird's aufgemacht. Na, gucken wir mal rein. Espresso-Orgel, ich bin immer auch ganz baff. So, was haben wir denn hier? Das sieht irgendwie ein Hebel. Drei Lampen. Lachgascontainer. Das Thema ist unser. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Damit die rauskommen? Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Packen wir mal ein, sowohl den Zahnbohrer als auch das Seziermesser. Ist zwar kein chirurgisches Messer, aber so, wir haben Lachgas. Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. Können wir das irgendwo reinfüllen? Wir haben Luftballons. Probieren wir es. Das klappt ja wirklich. Wir haben jetzt einen Ballon mit Lachgas. Okay, dann der Arztschrank. Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Abgeschlossen. Können wir den Haken vielleicht als Dietrich verwenden? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Ja, und greift. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Natürlich, das lag am Werkzeug, weil du in die falsche Richtung gegriffen hast. Und ja, was haben wir noch so? Da oben ist irgendwas drin. Kann ich aber irgendwie nichts benutzen. Das Einzige, was mir irgendwie noch bleibt, ist der Hebel. Auch hier auf dem Tisch ist nichts. Der Hebel. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Ah, so spielt man also mit Berufen. Ist alles drei, ne? Und wo ist jetzt eigentlich der Aktenschrank? Ist das der hinten für die Patientenakten? Na gut. Da ist ein Dietrich. Ich habe ihn da für den Notfall deponiert. Verdammt! Notfall, sofort holen. Kann ich eventuell mit dem Haken das Zellgitter öffnen? Ich glaube zwar nicht, aber man kann es mal probieren. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Aber jedenfalls nimmt er jetzt schon die richtige Richtung. So, dann haben wir noch einen Baum. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Wo soll er sonst seine Herbizide testen? Ja.
Seit das Altersheim abgesackt ist, lassen Sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Ich glaube, in den Schrottminen wärst du besser aufgehoben. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Ja, gut, dass du nicht auf den Fuß gefallen ist. Aber das will mir nicht in den Kopf. Es gibt doch genau einen Baum. Und an dem will er sein Unkrautvernichter testen. Sein Herbizid. Wenn es doch sonst keine Pflanzen gibt. Wie kommt eigentlich der Sauerstoff dann auf diese Welt? Weil Sauerstoff wird ja aus Photosynthese generiert. Der hat aber auch keine Blätter. Nicht wirklich Blätter. Geht denn dann mit der Zeit die Luft aus? Ich meine, bei dem ganzen Müll? Fragen über Fragen. Fußfesseln. Gott. Hier oben mit Handschellen. Komm ich vielleicht mit den Fußfesseln an die Handschellen an? Da besteht keine Fluchtgefahr. Da besteht keine Fluchtgefahr. Ein Zellengitter, damit es unten bleibt. Warum auch immer. Da besteht keine Fluchtgefahr. Kann ich... Seit das Altersheim vielleicht funktioniert... Kann ich damit vielleicht nach dem Dietrich da werfen? Da besteht keine Fluchtgefahr. Okay, komme ich schon an die Handschellen ran? Handschellen in einer Waagschale. Die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Überladene Metaphern. Ja. Gut. Hier kann ich aber anscheinend nichts weitermachen. Habe ich sonst irgendwas? Ich kann probieren, mit dem Messer das Ganze zu öffnen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Gott sei Dank bin ich... Probieren wir mit dem so Bohrer. So wird das Messer... Was, wenn ich plötzlich... Ja, ja, ist okay. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Gut, also mit dem Bohrer krieg ich auch nicht auf. Haken ging nicht. Dartpfeil? Gott sei Dank bin ich ein... Verdammt! Okay, Dartpfeil geht auch nicht. Dann... Polizeifach. Können den Hebel noch nach unten drücken. Gucken, was dann passiert. Müsste dann ein Feuerwehrmann werden, ne? Hier oben ändert sich was. Und zwar überhalb des Fachs. Das heißt quasi, wenn ich... Eben war noch der Feuerlöscher da, oder? Ja, eben war der Feuerlöscher da. Und das Gitter war offen. Waagschalen. Ich habe eine Idee. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ein Feuerlöscher raus. Ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Und wenn ich jetzt den Fußfessel... in den Feuerwehrschrank tue. Okay, das kann ich tun. Dann müsste er gleich da oben auftauchen. Aber ich gucke mir erstmal noch die Szene komplett an. Was habe ich denn hier? Ich habe hier eine Feuerwehrleiter. Mit der käme ich quasi in die Zelle von außen. Wo geht's denn da hin? Ah, hier vorne hin. Okay. Loser. Da kann ich ja den Weg. Asbesthandschuhe. Asbesthandschuhe? Gizmo ist so ein Weichei. Aber damit kann ich eventuell die Chilischote pflücken. Packen wir ein. Gibt sonst noch irgendwas? Sieht da Gasmaske aus? Und das Helm, Sturzhelm. Sturzhelm brauche ich nicht. Ja, ich habe ja was Vernünftiges. Aber ich habe hier eine Klappe. Das heißt quasi, ich kann versuchen, dass ich die Feuerwehrleiter da lasse, indem das da nicht zugeht, weil ich sehe hier zwei Löcher. Und es gab eben Handschellen. Ja, dann probieren wir doch mal, ob wir die Handschellen kriegen mit der Fußfessel. Strike!
Ihm fällt aber auch nicht auf die Füße. Die Aber jetzt haben wir Handschellen. Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Wer das wohl ist, der da die ganzen Verbrechen begeht? Aber wie sagte er so schön? Feuerwehrmann, Arzt, Gendarmerie und da Wechsel in Sekundentakt. Was muss das doch für ein friedlicher Ort sein? Kann ich die Handschellen und kann man die hinten bei der Klappe benutzen? Man muss das doch für ein friedlicher Ort sein, wenn er nicht da ist. Das klappt ja wirklich. Muss ich nur gucken, dass die auch wirklich offen bleibt. Tatsache, es bleibt offen. Dann gucken wir es nochmal in Dietrich. Das muss doch ein echt friedlicher Ort sein, wenn er nicht mehr da ist. Die müssten doch alle glücklich sein, wenn er abhaut. Die müssten ihm doch eigentlich sogar helfen. Notfallstation Dietrich. Haha, ich habe den Dietrich. Und zurück. Damit kann ich mit ihr das Arztfach öffnen. So. Und in die Notfallstation. Und einmal Arzt, bitte. Wofür ich den Feuerlöscher brauche, weiß ich immer noch nicht. So, einmal Dietrich und einmal Arztschrank. Eine Spritze. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Das spricht jetzt nicht unbedingt für ihn. Na gut. Was haben wir jetzt mit dem Spritze? Wir haben Aufputschmittel, den Dietrich. Besseren Zugang dazu bekommen. Gut. Was ich mit dem Baum mache, weiß ich immer noch. Sortiermesser, probier mal einen Baum aus. Da kriege ich einen Ast. So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Hätte ja sein können, dass wir damit eventuell Wenzels Dach öffnen können. Vom Schornstein. Aber gut. Wir holen uns jetzt erstmal, bevor ich es vergesse, ja, mit den Asbesthandschuhen die Chilischote. So. Handschuhe, Chilischote. Natürlich, in der Jacke im Inventar kann er es haben, aber er kann es selber nicht anfassen. Es hat also geklappt mit der Chilischote. So, was brauchen wir jetzt noch? Chilischote und dann aufpushen. Ja, das haben wir schon gut. Vielleicht brauchen wir noch schwarzes Pulver. Und die drei verschiedenen Wasserarten. Schwarzes Pulver, Blindgänger. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Ist da Schwarzpulver drin? Ich kann ja mal gucken, ob ich ihn anbohren kann. Das klappt. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Das heißt, ich habe jetzt das dritte Pulver, ja? Das dritte. Gut, damit habe ich das Kaffeepulver aus. Chilischote, Schwarzpulver und im Aufputschmittel zusammen. Na, wenn das kein Kaffee wird. Ich brauche noch etwas Belebendes, etwas Energiereiches und was Klares an Wasser. Gut. Sortieren kann ich sie nicht, nein. Okay, wir wollten nochmal bei Wenzel. Damit wir das wahrscheinlich hinkriegen, ich guck gerade nochmal, das hat man beim letzten Mal getestet, ne? Ungewollt. Hauen wir mal gegen das Rohr. Ich muss anscheinend den Schornstein mal öffnen. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? In der Hoffnung, dass es dann auch da stehen bleibt. Gut, einmal in Wenzels Haus. Der immer noch faul rumliegt. Bei aller Empathie, ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie Wenzel vor sich geht. Merkt er überhaupt, wie klein und unbedeutend er ist?
Hey Wenzel, was gibt es? Du blockierst die Warteschlange, das hatten wir schon. Ich will mein Erbe zurück, das gibt doch nicht. Vielleicht kannst du mir helfen, bei ein paar Sachen zu Vielleicht besorgen. kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? Rasenmäher. Er sagte, es ist die letzte Pflanze irgendwo. Er ist der letzte Baum, ja? Aber es gibt hier irgendwo Rasen und er braucht einen Rasenmäher. Und der Rasenmäher hat schlechte Flugeigenschaften. Ja. Das Aufputschmittel haben wir, aber ich mache es jetzt trotzdem mal der Vollständigkeit halber. Hast du eine Idee, woher ich Aufputschmittel bekomme? Hast du Dr. Gizmo schon gefragt? Ich glaube sogar, er sagte sowas. Er hat bestimmt was in seiner Praxis. Gut, dass ich so ein phänomenales Gedächtnis habe. Sonst wäre ich da nie drauf gekommen. Hätte ich sein können. Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Ja, kann man was erzählen. Ich habe mit Sicherheit 5 Minuten später wieder vergessen. So, das schwarze Pulver habe ich auch, aber Vollständigkeit halber. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Ja, aber jede zweite hat halt kein Schwarzpulver. Oder ähnlich. So, klares Wasser. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Aber die gibst du mir gar nicht. Aber der Vater war auch noch Bürgermeister hier. Das wird immer schöner. Wie gesagt, vielleicht ist er ja Organon oben, ja? Sofern es überhaupt ein Organon gibt. Und das nicht irgendwie eine Stadt oder ein Staat oder so ist. Vielleicht ist er der Präsident von Intergalactica. Keine Ahnung, aber er ist zumindest weg. Klares Wasser. Also, wir müssen irgendwie ins Rathaus und müssen klares Wasser besorgen. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Von Stieren. Da draußen steht ein Roboterstier. Das Blut müsste quasi Hydraulikflüssigkeit sein. Der Kaffee muss richtig gut schmecken hinterher. Richtig gut. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die das frage mich Energie, auch. Die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Ja, weil du klein bist. Bis später. Genau. Ich möchte das nochmal zusammenfassen, weil das will mir durch den Kopf. Das klare Wasser wird wahrscheinlich im Rathaus sein. Das wird wirklich klares Wasser sein. Die belebende Flüssigkeit wird wahrscheinlich von diesem Stier da draußen die Bremshydraulikflüssigkeit sein. Und das energiereiche Wasser in der Autobatterie, sprich Batteriesäure. Und das Hydraulikflüssigkeit, Batteriesäure, klares Wasser, Aufputschmittel, Schwarzpulver und Chilispo-Bohne. Ja, wenn das keinen wunderbaren Kaffee gibt, den muss ich gleich auf die Karte setzen, im nächsten Lokal. Aber gut, wir wollten hier rein. So, Kaminofen. Kann ich eventuell mit dem Haken? Mit dem Haken könnte ich die Klappe auf dem Schornstein öffnen, wenn mein Arm lang genug wäre.
Gut. Ich hatte mir den Ballon geholt. Kann ich mit dem Ballon vielleicht? Okay, das klappt so nicht. Also werde ich wahrscheinlich den Haken dann befestigen müssen und muss mir einen neuen Ballon holen.